Draußen vor der Eingangstür präsentiert ein Videoschirm das Rauminnere. Scheinbar eines der letzten Grazer New Wave Refugien. Stahlfarbene Designerstühle, der Boden und die Wände im schwarz-weißen Schachbrettmuster. Und die paar Menschen drinnen sind existenzialistisch genug angezogen, um als Kulisse für einen Schwarz-Weiß-Film durchzugehen. Alles wirkt wie in den frühen 80ern, als Lächeln noch verboten war. Aber kaum betritt man das Café, sieht man, dass alles ganz anders ist. Vorher unsichtbare Stufen und Treppen tun sich auf. Scheinbar ebene Flächen erweisen sich als geneigt. Ein Türflügel hat sich plötzlich mitten in den Raum verirrt. Und die Menschen sind auch recht fröhlich. Erste Reaktion: entweder der Bildschirm lügt oder man ist selbst nicht ganz dicht. Aber das Kameraauge lügt nicht. Wir befinden uns bloß in einem Distorted Room, das Café Paradox. Das heißt, es steht ein Riesen in einem Zwerg, es wächst jemand scheinbar grundlos oder versinkt jemand scheinbar grundlos im Grund, im Boden. Irgendwo an der Wand steht der Satz: was man durchschaut, sieht man nicht. Und weil ich mir immer schon gedacht habe, was man sieht, durchschaut man nicht, bitte ich in meiner Not Peter Weitz, den Gestalter dieses optischen Verwirrspiels, um Aufklärung. Also wenn man reinkommt, sieht man eine verzerrte Architektur, wenn man das so sagen will, die sich am Bildschirm dann in eine ganz normale Kaffeehauseinrichtung, ganz normal in Anführungsstrichen, auflöst. Das heißt, man hat eine geschlossene, gerade Bar, die, wenn man drinnen ist, sieht man natürlich, dass es nicht so ist, dass der Wirt nicht durch die geschlossene Bar heraustritt, sondern dass da ein ganz normaler Durchlass ist, dass die Bar auch nicht gerade ist, wie sie am Bildschirm scheint, sondern nach oben verzogen etc. Außerdem höre ich noch etwas von einem Armesraum, von klassischen Fliesentäuschungen und von anderen Hinterfotzigkeiten aus dem Fundus der Wahrnehmungspsychologie. Und so entpuppt sich das oberflächlich hundsordinäre Café-Paradox als das, was es ist. Eine raffinierte, mathematisch ausgeklügelte Rauminstallation, die es darauf anlegt, unsere Sinne übers Ohr oder besser Aug zu hauen. Das Chaos als Chaos zu sehen, hat natürlich mit Gewohnheit, ganz oberflächlich jetzt gesprochen, zu tun. Wie die Täuschungen da mit Gewohnheit zu tun haben, mit Sehgewohnheit in dem Fall, weil ja das Visuelle an der Reihe war. Die optische Täuschung, meint Peter Weitz, ist gar keine Täuschung. In Wirklichkeit ist die Wirklichkeit eben ganz anders. Hier geht es um die Macht der Gewohnheit und um den Spaß, sie einmal brechen zu können. Deshalb hat sich dieses Museum der Wahrnehmung, dessen Hauptpavillon das Café Paradox darstellt, eine beliebte Eröffnungsphrase aus Politikerreden als Motto auserwählt. Wahr ist viel mehr. Wobei Museum eine irritierende Etikettierung für dieses Projekt ist. Denn Wahrnehmung kann man nicht ausstellen, Wahrnehmung passiert. Der Besucher ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, eine Projektionsfläche quasi, der Museumseinrichtung. In jedem Museum ist es angenehm, wenn Besucher drinnen sind, aber hier ist der Besucher quasi der gehört zur Ausstellung dazu, ist das Ausstellungssubjekt. Dieter Mittelstern-Scheidt, der für das Museum eine Spiegelbox gestaltet hat, in der man, Narzissten aufgemerkt, sich hundert- und tausendfach gespiegelt bewundern kann, meint im Museumskatalog: im Museum können wir das, was wir nicht verstehen, so anschauen, als sei es begreifbar. Hier begreift der arme Laie zuallererst, dass er nichts begreift. Aber das, so Peter Weitz, sei hier auch vordergründig gar nicht beabsichtigt. Es gäbe zwar so etwas wie ein pädagogisches Design, das nach dem Wie und Warum der Wahrnehmung und nach den erkenntnistheoretischen Grundlagen fragt, aber das ist eine andere Geschichte. Und die steht im auf 18 Hefte ausgedehnten Katalog. Bloß, wer liest heutzutage sowas noch? Ja, soweit ich das beobachten kann, ich bin ja nicht immer da, macht es den Menschen Spaß, sie probieren das aus, immer wieder, die Kinder kudern, die Erwachsenen kudern mit. Da muss rasch ein Einwand her. Warum muss man das dann noch großspurig Museum nennen? Warum nicht gleich ein Jahrmarkt mit Feuerschluckern, ein Luna-Luna-Park der Tricks und Finden? Das Problem ist gar kein Problem, winkt Peter Weitz ab. Keine Abgrenzungsschwierigkeiten.
Ein Jahrmarkt mit Hintergrundinformationen sei schließlich auch etwas Schönes. Wenn Sie noch überprüfen wollen, ob Sie Ihren Augen noch trauen dürfen, bis Ende Oktober ist das Museum noch am Parkplatz der Alten Remise, dann für ein Jahr im Forum Stadtpark in Graz zu erleben. Später dann soll es, ausgeweitet auf sämtliche Sinne und rund 30 Pavillons, zur Expo nach Wien kommen, wenn ich meinen Ohren noch trauen darf. Thomas, ich glaube Edlinger, ziemlich sicher Musicbox. Fatal convalescence, the wound becomes a weed. Oh, the poison is in essence just the virus of the real, but there's sympathetic healing. The power of the soul, bandages concealing all. All that we can't control. Waiting for the doctor to come. Waiting for the doctor to come. A system in the making. For the blind, oh, and it's sitting in the waiting room for the patient mind, but there isn't any answer. The consciousness can quote, oh, not when the loaded dice of chance are there. Rattling in the throat. Waiting for the
your face in others. Fear could not get worse. Oh, but nature's not your mother now. Just your suckling nurse. And there isn't any doctor. There isn't any cure. Well, that might come as a shock to you. Can you really be so sure? Can you really be so sure? Can you really be so sure? Can you really be sure? Can you really be sure? Can you really be Can you really be sure? Can you really be so Thank you.